Und da war ich wieder. Früh wie immer. Gehen Sie an die Führungskräfte ran. Führungskräfte haben Interesse an Kapitalanlagen und verfügen bereits über Kapital. Chris? Ja, Sir? Holen Sie mir bitte einen Kaffee. Gefälligkeiten für Frakish, unseren Vorgesetzten, den ganzen Tag. Chris Gardner, ich hätte gern Mr. Anderson gesprochen. Ja, Sir, wir laden diesen Donnerstag zum Lunch ein. Gut, dann nächstes Mal. Ich nehme Sie beim Wort, ja? Alles klar, danke. Wer will mir einen Donut holen? Chris? Ja, Sir. Das Gefühl, unterschätzt und nicht anerkannt zu werden. Hallo, Mr. Ronald Fryer? Einen wunderschönen guten Morgen, Sir. Mein Name ist Chris Gardner. Ich rufe im Auftrag von Dean Witter an. Ja, ich habe sehr wertvolle Informationen für Sie zum sogenannten Stock. Danke, Sir. Um vier dann zurück an den Ort, wo man nicht wusste, wie man Glückseligkeit schreibt. Danach quer durch die Stadt und mit dem 22er nach Hause. Hey, Chris! Hey, hallo, Ralph. Ich warte! Ja, Sie kriegen Ihr Geld, Ralph. Sie bekommen es. Wer nach 6 Monaten am meisten Umsatz gemacht hatte, wurde für gewöhnlich eingestellt. Chris Gardner, ich hätte gern Mr. Walter Hawk gesprochen. Wir arbeiteten Anruflisten ab, um Kunden zu gewinnen. Von unten nach oben. Vom Pförtner bis zum Vorstandsvorsitzenden. Die anderen blieben bis 7, aber ich hatte Christopher. Ich musste in 6 Stunden erledigen, wofür die 9 Stunden Zeit hatten. Guten Tag, hier spricht Chris Gardner von Dean Witter. Um keine Sekunde zu vergeuden, legte ich den Hörer zwischen den Anrufen gar nicht erst auf. Alles klar, bedanke mich. Ich hatte ausgerechnet, dass ich dadurch am Tag 8 Minuten sparte. Einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht Chris Gardner von Dean Witter. Außerdem verzichtete ich aufs Trinken, um keine Zeit auf dem Klo zu verschwenden. Ich würde mich sehr gern mit Ihnen... Okay, kein Problem, Sir. Ja, ich bedanke mich. Doch trotz all dem hatte ich es in 2 Monaten nicht geschafft, mich an die Spitze der Liste durchzutelefonieren. Vorstand Rentenfonds. Ja, hallo, mein Name ist Chris Gardner. Ich möchte Mr. Ribbon sprechen. In welcher Sache? Ich rufe im Auftrag von Dean Witter an. Augenblick, bitte. Hallo? Mr. Ribbon. Guten Tag, Sir. Mein Name ist Chris Gardner. Ich bin von Dean Witter. Ja, ich höre. Mr. Ribbon, ich würde gern die Gelegenheit nutzen, Ihnen einige unserer Produkte vorzustellen. Ich bin sicher, da sind interessante Sachen für Sie dabei. Können Sie in 20 Minuten hier sein? In 20 Minuten, selbstverständlich. Hier hat gerade jemand abgesagt. Wenn Sie gleich kommen, schaffen wir es noch vor dem Spiel der 49ers. Heute ist großer Footballabend. Ja, Sir, bin schon unterwegs. Bis gleich. Bis gleich.